Es freut mich, Sie zu einem weiteren Webinar begrüßen zu dürfen. Diesmal beschäftigen wir uns etwas intensiver mit dem Thema Photovoltaik und schauen uns dort an, wie eigentlich unsere PV-Prognosen erstellt werden, gemacht werden und was da so die wichtigen Einflüsse sind. Dieses Webinar werde ich zusammen mit meinem Kollegen Herrn Martin Linden halten, Analyst bei uns im Stromhandel. Hallo Martin. Schönen guten Tag zusammen und danke Matthias. Wie bereits erwähnt, ich bin als Analyst im Stromhandel bei Next Kraftwerke seit knapp über 3 Jahren tätig. Meine Tätigkeiten hier umfassen zum einen das Portfolio-Management und zum anderen bin ich in der Risikobewertung von Direktvermarktungsverträgen tätig. Ja, zurück zu Matthias. Ja, danke Martin. Du wirst uns später nähere, tiefere Einblicke geben. Zunächst mache ich den Anfang. Mein Name ist Matthias Mengler. Ich bin seit mittlerweile über 8 Jahren bei Next Kraftwerke als Key Account Manager tätig und betreue in diesem Rahmen interessierte potenzielle Kunden, aber auch unsere Bestandskunden. Für dieses Webinar. Oh ja. Genau, für dieses Webinar haben wir uns folgende Agenda erstellt. Zunächst werde ich einige Worte zu Next Kraftwerke sagen. Dann übergebe ich an Martin, der dann etwas zu unseren PV-Dienstleistungen erzählt, beschreibt, warum eine präzise Prognose überhaupt wichtig ist. Im Anschluss daran, wie wir diese präzisen Prognosen überhaupt erstellen. Und am Ende gibt es eine kleine Zusammenfassung. Als sozusagen 6. Punkt würden wir uns dann Ihren Fragen widmen. Sie haben während der ganzen Präsentation die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Chat-Funktion des Webinars. Und diese Fragen würden wir dann am Ende beantworten. Bitte beachten Sie dabei, dass wir die Fragen natürlich nur zusammentragen können, wenn die im Laufe der Präsentation auch gestellt werden. Wenn wir uns schon in der Fragerunde befinden, wird uns das schwerfallen, da spontan Fragen mit hinzuzunehmen. Und wenn die Fragen zu spezifisch sind für einen Einzelfall, würden wir diese dann auch im Nachgang des Webinars in einem direkten Weg beantworten und dann nicht in der großen Runde des Webinars. Ja, damit zum ersten Punkt. Einige Worte zu Next Kraftwerke. Für die, die uns noch nicht kennen oder schon länger dabei sind und die Entwicklung nicht mehr ganz verfolgt haben, Next Kraftwerke wurde 2009 gegründet von unseren beiden Geschäftsführern, Herrn Jochen Schwill und Herrn Hendrik Sämisch. Damals mit der Idee, die einzelnen dezentralen Anlagen in einem virtuellen Kraftwerk zu bündeln, um damit dann die Stärken der einzelnen Anlagen besser dem Strommarkt zugänglich zu machen und damit dann wie mit einem Großkraftwerk am Markt agieren zu können. Dieses Modell, dieses virtuelle Kraftwerk, haben wir sehr erfolgreich umgesetzt in den letzten Jahren. Wir haben mittlerweile über 8000 Megawatt installierte Anlagenleistung gebündelt, verteilt auf über 9000 Anlagen, die wir dort in unserem Leitsystem hier in Köln zusammengeschaltet haben, sind seit 2 Jahren auch größter Photovoltaik Direktvermarkter mit einem Photovoltaik-Portfolio von um 4000 Megawatt an installierter Leistung. Unser Unternehmen ist mitgewachsen. Wir sind mittlerweile hier an die 160 Mitarbeiter, die sich in den Bereichen Stromhandel, virtuelles Kraftwerk, Kundenbetreuung und allem, was notwendig ist, um diese Vielzahl von Anlagen zu betreuen, zu vermarkten, zu steuern, notwendig ist. Ja, was ist überhaupt ein virtuelles Kraftwerk? Das virtuelle Kraftwerk ist unser zentrales Leitsystem, in dem wir die Anlagen eingebunden haben, über eine Webschnittstelle, über unsere Nextbox. Dazu wird Martin nochmal gleich etwas näher sagen. Dieses Leitsystem ermöglicht uns, auf die Anlagen zuzugreifen und dort automatisiert die Anlagen steuern zu können, aber auch Live-Daten aus den Anlagen zu erhalten, sodass
mit diesen Informationen aus unseren Sichtkraftwerken unsere Handelsabteilung immer die neuesten Informationen hat und auch die Möglichkeit hat, wie mit einem großen Kraftwerk am Markt agieren zu können. Unser Leitsystem haben wir zum größten Teil selbst programmiert. Es ist eine sehr intelligente Steuerung dahinter, die dann auch die einzelnen Schwächen, aber halt auch die Stärken der einzelnen Anlagen bestmöglich hervorbringt. Damit, nach dieser kleinen Einführung, würde ich jetzt an Martin geben, der jetzt zu den PV-Dienstleistungen etwas sagen wird. Ja, vielen Dank, Matthias, für die Einleitung. Ich möchte in den folgenden Punkten zwei Dinge Ihnen abhandeln. Also zunächst möchte ich versuchen zu erklären, warum sind Prognosen eigentlich wichtig, sowohl für den Strommarkt als auch für das Stromnetz. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den Sie mit nach Hause nehmen sollen, ist, was sind denn eigentlich die Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Prognose und wie schaffen wir es als Next-Kraftwerke, diese Schwierigkeiten alltäglich so gut wie möglich zu umgehen. Zunächst zu unseren PV-Dienstleistungen. Ich zeige Ihnen hier mal eine Übersicht, wie denn unser PV-Portfolio in Deutschland und in den anliegenden Ländern verteilt ist. In Deutschland haben wir, wie Matthias schon gesagt hat, ungefähr eine Größe von 4 Gigawatt. Um das mal einordnen zu können, das ist ungefähr die Größe von 4 Atomkraftwerken. Und schauen Sie sich mal an, wie diese quasi 4 Atomkraftwerke in der Form von 4000 Anlagen in Deutschland verteilt sind. Da sieht man mal, wie Dezentralisierung in der Energiewirtschaft aussehen kann. Des Weiteren haben wir in Polen auch ein sehr großes und wachsendes Portfolio von über 120 MW momentan. Das ist ungefähr so die Größe von einem kleinen Gaskraftwerk. Hier in der rechten, im rechten Bild sehen Sie einmal unsere Nextbox abgebildet. Diese nutzen wir für die Machine-to-Machine-Kommunikation, also die Kommunikation mit unseren Anlagen. Wir haben hier die Möglichkeit, Live-Daten, Temperaturdaten zu sammeln und sie erlaubt uns auch eine automatische Steuerung von Anlagen. Diese Nextboxen werden größtenteils bei Biogas- und Wasserkraftanlagen verbaut. Bei PV-Anlagen haben wir oft nicht die, also nicht die, steht oft die, nicht die Notwendigkeit, dass wir eine Nextbox anschließen. Stattdessen gibt es hier bereits in den meisten Fällen Schnittstellen, die wir also bestehende Schnittstellen, die wir ansteuern können. Zum Beispiel können wir häufig Live-Daten, also Live-Messwerte über Datenlogger und Schnittstellen an den Invertern der PV-Module einlesen. Jetzt zu den Dienstleistungen. Wir bieten zum einen als Dienstleistung an, dass wir in bestimmten Fällen PV-Anlagen, also die Einspeisung von PV-Anlagen herunterfahren können und abschalten können. Das ist besonders wichtig bei negativen Preisen. In Deutschland gibt es nämlich Fälle, wo die Förderung, also die Auszahlung der Marktprämie gestoppt wird. Und zwar ist das in Fällen, wo im Day-Ahead-Markt 6 aufeinanderfolgende Stunden negative Preise aufzeigen. Und in diesen Fällen haben wir eben die Möglichkeit, die PV-Anlagen abzuschalten und können dadurch einiges an Geld für uns als Vermarkter sparen, aber auch eben für unsere Kunden, weil man bei negativen Preisen für seine eingespeiste Strommenge bezahlen muss. Des Weiteren bieten wir bilaterale PV-Stromabnahmevereinbarungen an, sogenannte PPAs, die sind momentan im Markt sehr heiß diskutiert. Und die sind besonders interessant für PV-Anlagen, die außerhalb einer Förderung laufen. Ein weiterer Baustein sind PV-Vorhersagen, die wir anbieten als Dienstleistung. Hier sind wir auch in Ländern tätig, wo wir selber als Vermarkter nicht tätig sind. Ein Beispiel hier wäre unsere Kooperation mit dem Unternehmen Osaka Gas in Japan, wo wir eine PV-Prognose erstellen und diese als Dienstleistung zur Verfügung stellen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von PV-Dienstleistungen ist auch gegeben in unserem Produkt Nemox, das wir seit einigen Jahren anbieten. Bei Nemox bieten wir unsere Software-Infrastruktur als virtuelles Kraftwerk als Service an. Das heißt, dass Sie, wenn Sie Ihr eigenes virtuelles Kraftwerk aufbauen wollen, haben Sie die Möglichkeit, die Software dazu bei uns einzukaufen. Und in Nemox haben wir als Modul auch
ja, erhältlich quasi eine Überwachung ihrer PV, ihres PV-Portfolios, wo wir auch die Live-Daten beispielsweise anzeigen können. Die Live-Daten werden halt über verschiedene Schnittstellen gemessen und hier ist nur mal eine kleine Übersicht, zu welchen Standard-Schnittstellen wir bereits interne Schnittstellen aufgebaut haben. Diese Liste wird stetig erweitert. Also dadurch können wir gewährleisten, dass wir Anlagen recht schnell und recht unkompliziert in unser Portfolio einbinden, beziehungsweise wenn sie übernehmen und ihr eigenes Portfolio vermarkten, dann können wir auch hier eine schnelle Einbindung sicherstellen. So, warum sind denn Live-Daten und Prognosen überhaupt wichtig? Darauf gehe ich jetzt im folgenden Block ein. Zunächst einmal ein paar Grundlagen zum Kurzfristmarkt in Deutschland und ich will hier auch einmal zeigen, wie denn der Einfluss von der PV-Vermarktung auf den Kurzfristmarkt überhaupt ist. Wir als Nextkraftwerke sind nicht nur Vermarkter, sondern in den meisten Fällen sind wir auch die Bilanzkreisverantwortlichen unseres Portfolios und für die PV-Anlagen unserer Kunden. Das ist auch sehr typisch und in den meisten Fällen bei Vermarktern so. Und als Bilanzkreisverantwortliche sind wir eben dafür verantwortlich, dass die Ausgleichsenergiemengen möglichst gering gehalten werden. Ausgleichsenergiemengen treten dann auf, wenn unsere Vermarktung nicht mit unserer tatsächlichen Einspeisung übereinstimmt. Wenn wir also unsere Prognosen werden halt nie komplett exakt sein. Das heißt, es wird immer Prognosefehler geben. Diese Prognosefehler resultieren dann in Ausgleichsenergiemengen. So, und um diese Ausgleichsenergiemengen möglichst gering zu halten, handeln wir eben an Kurzfristmärkten. In Deutschland handeln wir vor allem an der EPEX-Spot-Börse und dort werden die meisten oder die größten Mengen typischerweise in der Day-Ahead-Auktion um 12 Uhr des Vortages gehandelt. Anschließend gibt es um 15 Uhr des Vortages noch eine Intraday-Auktion und hier ist die erste Möglichkeit, um auch Viertelstundenprodukte handeln zu können. Nach der Intraday-Auktion beginnt der kontinuierliche Intraday-Handel und der ist in einem gekoppelten Markt bis 30 Minuten vor Lieferung möglich in Deutschland. Anschließend zwischen 30 und 5 Minuten vor Lieferung gibt es außerdem in Deutschland noch die Möglichkeit, innerhalb einer Regelzone zu handeln. Regelzonen gibt es 4 Stück in Deutschland und hier haben wir halt noch die Möglichkeit, sehr kurzfristig die aktuellsten Prognosefehler zu handeln. Wie Sie auf der rechten Seite sehen Sie zwei Grafiken. Hier ist einmal ein typischer Verlauf von Day-Ahead-Preisen und viertelstündlichen Intraday-Preisen dargestellt in einem Tagesverlauf. In der oberen Grafik der Day-Ahead-Preise sehen Sie ein typisches kamelhöckerförmiges Preismuster, was durch die PV-Einspeisung auch hervorgerufen ist. Wie Sie sich sehr gut vorstellen können, ist typischerweise zur Mittagszeit die PV-Einspeisung am höchsten. Und hier hat die PV-Einspeisung einen senkenden Effekt auf die Day-Ahead-Preise. Das kommt daher, dass uns die Sonne den Strom quasi für einen Nulltarif zur Verfügung stellt, weil wir keine Brennstoffkosten haben, sondern die Sonne hat eben den Strom gratis erzeugt. Und durch diese Gratiserzeugung an PV-Strom werden im Markt teurere Technologien in diesen Stunden verdrängt, nämlich eben Technologien, die auf Brennstoffen basieren, wie beispielsweise Gas oder Kohle. Und dann hat das einen senkenden Effekt auf die Preise. Außerdem sieht man in den Intraday-Preisen auch ein sehr interessantes, markantes Muster. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie die Viertelstundenprodukte innerhalb einer Stunde verteilt sind. Also man sieht hier ein sehr markantes Muster und dieses markante Muster, das dreht sich dann nach der Mittagszeit um und das hängt auch mit der physikalischen Bewegung der Sonne quasi zusammen. Ich versuche das hier auch mal an einem Schaubild zu erläutern. Es ist so, dass in der ersten Hälfte des Tages die Sonne ansteigt und in der zweiten Hälfte des Tages abfällt. Und dadurch ergibt sich ein systematischer Effekt auf die PV-Prognosevermarktung im Intraday. Hier sind mal so in Balken dargestellt, wo so ungefähr die Mittelwerte,
die Durchschnittswerte der Viertelstundenprodukte einer Stunde liegen. Und Sie sehen, dass in der ersten Hälfte des Tages die Viertelstundenprodukte einer Stunde in der Regel teurer sind, deutlich teurer als die letzten Viertelstundenprodukte einer Stunde. Dieser Effekt dreht sich dann um in der zweiten Hälfte des Tages, wo die erste Viertelstunde typischerweise günstiger ist und die letzte Viertelstunde typischerweise teurer. Und das hängt eben mit dem Verlauf der Sonne zusammen. In der ersten Hälfte des Tages, also wir haben zunächst nur in der Day-Ahead-Auktion die Möglichkeit, nur Stundenprodukte zu handeln. Das heißt, bei unserer Vermarktung als PV-Vermarkter werden wir hier immer versuchen, den Durchschnitt unserer Prognose in einer Stunde in Stundenprodukten zu vermarkten. Und nun haben wir aber das Problem, dass wir eben mit den Stundenprodukten die physikalische Einspeisung oder den Verlauf der Einspeisung innerhalb einer Stunde nicht so gut abbilden können. Hier haben wir durch Viertelstundenprodukte die Möglichkeit, diesen Verlauf besser abbilden zu können. Dadurch ergibt sich dann in der ersten Hälfte eines Tages das Problem, dass wir, wenn wir den Mittelwert vermarkten, in der ersten Viertelstunde immer zu wenig vermarkten, typischerweise zu wenig vermarkten, weil hier ja die Sonne noch ansteigt. Das ist in der Grafik durch eine Short-Position dargestellt. Short-Position bedeutet, dass wir mehr vermarktet haben, als unsere aktuelle Prognose ist und wir deshalb noch Strom einkaufen müssen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir nicht die einzigen PV-Vermarkter in Deutschland sind, sondern es eben sehr viele PV-Prognose-Vermarkter gibt, die alle mehr oder weniger dasselbe Problem haben, weil der Verlauf der Sonne und die Wettercharakteristika in Deutschland sich halt nicht so stark unterscheiden. Und weil wir eben auch eine sehr hohe Kapazität an PV insgesamt in Deutschland haben, wir sind das Land mit der viertgrößten installierten Kapazität auf der Welt, haben diese Transaktionen im Intraday-Markt eben auch einen sehr starken Einfluss auf den Preis. Und dadurch, dass wir und die anderen PV-Vermarkter nun alle Strom einkaufen müssen, haben wir eine erhöhte Nachfrage an Strom. Das Angebot, kann man sich vorstellen, bleibt jetzt in dieser Viertelstunde ungefähr gleich. Und vielleicht kennen Sie das noch aus der VWL, wenn die Nachfrage höher wird und das Angebot gleich bleibt, dann steigen die Preise. Und genau diesen Effekt sieht man auch hier in den Intraday-Preisen. Die ersten Viertelstunden in der ersten Hälfte des Tages sind typischerweise teurer. In den hinteren zwei Viertelstunden dreht sich dieser Effekt wieder um. Hier haben wir dann in den Stundenprodukten typischerweise zu wenig vermarktet. Das heißt, wir haben mehr Strom, den wir noch loswerden müssen. Also wir haben dann zusammen mit den anderen PV-Vermarktern ein erhöhtes Angebot. Wieder bei der Annahme, dass die Nachfrage gleich bleibt, hätten wir nun hier tiefere Preise, also sinkende Preise. Und auch das zeigt sich in der ersten Hälfte des Tages ganz gut, dass die Viertelstundenprodukte typischerweise eben günstiger sind, die letzten Viertelstundenprodukte günstiger sind als die vorderen. Dieser ganze Effekt dreht sich dann einmal komplett um, wenn man sich die zweite Hälfte des Tages anschaut. Hier ist es nun so, dass man in der ersten Viertelstunde mehr Strom produziert, als vorher in der Stunde in Stundenprodukten vermarktet wurde. Dadurch hat man hier niedrigere Preise und in der letzten Viertelstunde hat man in der zweiten Hälfte des Tages zu viel Strom vermarktet und hat nun hier wieder eine höhere Nachfrage, sodass hier der Preis ansteigt. So, nun kommen wir mal auf den Gesamtmarkt, schauen wir mal auf den Gesamtmarkt in Deutschland und wie denn überhaupt die Integration von PV und Wind passiert ist und wie diese, was aus diesen Effekten, die sich durch die PV-Vermarktung ergibt, was das denn auf das Gesamtsystem hat.
Man könnte zunächst intuitiv annehmen, dass eine Zunahme an fluktuierenden erneuerbaren Technologien wie Wind und PV auch zu mehr Ausgleichsenergie führt, weil halt eben fluktuierende Technologien typischerweise recht hohe Prognosefehler haben. Besonders wenn man es mit steuerbaren Technologien wie Gas oder Kohle vergleicht. Und eine Erhöhung der Ausgleichsenergie würde typischerweise natürlich auch in einer Erhöhung der benötigten Regelenergie resultieren. Wenn man sich jetzt aber mal die Grafik hier auf der rechten Seite anschaut, die ist aus einem Paper von den Autoren Koch und Hirt aus dem Jahr 2019, dann sieht man jedoch das Gegenteil. In der oberen Grafik ist einmal die Entwicklung der Kapazitäten an Wind und PV in Deutschland aus den Jahren 2011 bis 2017 dargestellt. Und die Einspeisung aus Wind und Solar hat eben von 69 Terawattstunden im Jahr 2011 um ungefähr 110% zugenommen, also ein sehr deutlicher Anstieg. Gleichzeitig ist hier aber auch die benötigte Regelenergie und die ausgeschriebene Regelenergie, das ist durch die schwarze Linie dargestellt, Ex Post Sizing Frequency Restoration Reserve, das ist die ausgeschriebene Sekundärregelleistung und auch die tatsächlich benötigte, entstandene Ausgleichsenergie ist auch dargestellt, die Balancing Energy, die ist hier in der roten Linie dargestellt. Und man sieht, dass die Ausgleichsenergie um 55% abgenommen hat, während die Regelenergie die ausgeschriebene Regelenergie um 50% abgenommen hat. Das ist erstmal sehr unintuitiv und ich versuche das nun mal die Gründe für diesen Rückgang an Regelleistung und an Ausgleichsenergie aufzuzeigen. Ein Grund dafür ist nämlich die Zunahme des Handels von Viertelstundenprodukten seit 2011. Das ist in der unteren Grafik dargestellt. Hier sehen Sie in Blau dargestellt, das Handelsvolumen an Viertelstundenprodukten im kontinuierlichen Intraday-Markt und dann ab 2014 auch in der Intraday-Auktion, die eben im Jahr 2014 eingeführt wurde. Und Sie sehen hier einen sehr starken Anstieg. Und das ist auch, das macht natürlich auch etwas Sinn, wenn man sich überlegt, in der Vermarktung von Wind und PV ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch in Viertelstundenprodukten handeln kann, weil halt eben die Erzeugung aus Wind und auch aus PV doch sehr stark variieren kann innerhalb einer Stunde. Und diese Entwicklung hat quasi dann durch die Integration von PV und Wind sehr verstärken können. Ein weiterer Grund ist die Zunahme an 24-7-Handel. 24-7-Handel bedeutet, dass 24 Stunden an allen Tagen der Woche gehandelt wird. Das passiert parallel auch erfolgt parallel zur Digitalisierung und auch Automatisierung in den Handelsprozessen in der deutschen Stromwirtschaft. Hier werden vermehrt auch Bots eingesetzt. Also das sind automatische Softwareprogramme, die dann auch nachts Prognosefehler handeln können. Wichtig ist aber natürlich hierbei auch die Voraussetzungen, die sehr gut sind hier in Deutschland, die man deshalb nicht außer Acht lassen soll. Also Deutschland ist ja ein sehr großes Marktgebiet mit sehr vielen Teilnehmern und dadurch haben wir halt auch die Möglichkeit, eine ausreichende Liquidität im Intraday zu haben und diese Prognosefehler im Intraday überhaupt weghandeln zu können, sozusagen. Und das ist eben eine sehr wichtige Voraussetzung. Denn beim Intraday-Markt ist es ein bisschen wie bei einer Party. Das macht halt nur Spaß, wenn viele Leute auch da sind. Und auch wie bei einer Party, je mehr Leute da sind, desto mehr andere Leute haben auch überhaupt Lust daran teilzunehmen. Und ohne eine ausreichende Liquidität ist eine solche effektive Vermarktung von PV eben auch sehr schwierig. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass der Handelsschluss in der Nähe der sehr nahe an der Lieferzeit ist. Weil natürlich eine Prognose von Wind und auch von PV immer viel besser, also nicht immer, aber größtenteils viel besser sein kann, je näher man sich der Echtzeit, also dem tatsächlichen Lieferdatum, annähert. Sie können sich das vorstellen wie bei der Wetterprognose. Die Prognose von gestern Abend für heute war wahrscheinlich nicht so genau, aber wenn Sie jetzt mal prognostizieren wollen, wie zum Beispiel das Wetter in den kommenden 20 Minuten sein soll, dann werden Sie wahrscheinlich einfach nach draußen gucken und wissen, okay, so und so wird es ungefähr sein. Und diese
ja, die Güte der Prognose nimmt halt einfach deutlich mehr zu, je näher man an die Echtzeit rankommt. Generell kann man aber sagen, dass eben eine kosteneffiziente Integration von großen Mengen an PV und Wind möglich ist, wenn der Markt denn die Voraussetzungen dafür erfüllt und wenn der Markt sich auch effizient an neue Gegebenheiten anpasst. So, jetzt möchte ich mal darauf eingehen, wie denn unsere Prognose hier bei Next Kraftwerke erstellt wird und wo denn hier technische Probleme auftreten können und wie wir versuchen, diese Probleme zu umschiffen. So, bei unserer Prognose unterscheiden wir zum einen zwischen der Day-Ahead-Prognose am Vortag. Diese machen wir kurz vor der Day-Ahead-Auktion, um dann hier halt eine möglichst gute Prognose zur Hand handeln zu können. Und anschließend haben wir in regelmäßigen Abständen von 10 oder 15 Minuten Updates bei unseren Intraday-Prognosen. In unsere Day-Ahead-Prognose fließen vor allem Wetterdaten ein, also Strahlungswerte am Ort der jeweiligen Anlage, die Temperaturwerte dort und verschiedene Wettermodelle berücksichtigen wir hier, die wir dann kombinieren. Außerdem sammeln wir die technischen Daten von allen unseren Anlagen ein. Hier ist die Orientierung oder die Ausrichtung sehr wichtig, also ob eine Anlage nach Süden ausgerichtet ist oder ob es vielleicht eine Dachanlage ist, die nach Ost-West ausgerichtet ist. Der Standort ist natürlich auch sehr wichtig und der Modultyp. Und in unserem Prognosesystem kombinieren wir nun verschiedene meteorologische Modelle und am Ende erhalten wir eine deterministische Day-Ahead-Prognose. In der Intraday-Prognose wird nun auch die Live-Einspeisung sehr wichtig, die wir an den einzelnen Anlagen direkt vor Ort messen können. Hier sind unterschiedliche Anbindungen möglich, eben über Datenlogger direkt vor Ort oder auch über verschiedene Server, wenn die Kunden die Live-Daten selber schon auf andere Weise einsammeln. Und bei der Live-Einspeisung ist es halt wichtig, dass wir diese Daten möglichst schnell und auch in möglichst robuster Weise bekommen, weil wir ja eigentlich hunderte bzw. eher tausende von PV-Anlagen vermarkten, müssen wir halt die Möglichkeit haben, auf die Daten möglichst schnell zugreifen zu können, um das um eben in unserer Prognose auch schnell an den Start zu kommen. Außerdem haben wir bei Live-Daten öfter mal Datenfehler, die wir bereinigen müssen und auch das muss natürlich schnell passieren. Wir schauen uns mit unseren Algorithmen auch die historischen Daten an und wenden hier statistische Algorithmen, zum Beispiel Clustering-Algorithmen aus dem Machine Learning-Bereich an, um halt eben unsere Intraday-Prognosen möglichst gut hervorbringen zu können. Und hierbei ist es auch wichtig, dass die Algorithmen möglichst schnell sind und auch sehr robust, um Datenfehler abfangen zu können. Im Intraday kombinieren wir also in unserem Prognosesystem zum einen die meteorologischen Daten aus unserer Day-Ahead-Prognose zusammen mit Live-Einspeisewerten und eben statistischen Methoden. So, jetzt möchte ich hier auch nochmal etwas mehr auf die, das Sammeln der Live-Daten eingehen. Bei Live-Daten haben wir öfter Probleme und Engpässe, weil hier einfach sehr oft technische Fehler leider bei der Einlesung der Live-Daten vorliegen. Und diese technischen Fehler versuchen wir halt eben zu identifizieren und dort womöglich versuchen wir die Daten zu korrigieren. Und falls eine Korrektur nicht möglich ist, müssen wir die Daten bereinigen und diese Daten quasi ausfiltern. Und in diesem ersten quasi Vorbearbeitungs- oder Pre-Processing-Schritt identifizieren wir nun Anlagen, wo wir sagen, dass sie geeignete Live-Daten für uns liefern. Und mit diesen geeigneten Anlagen versuchen wir nun eine quasi Schätzung der Live-Daten des Gesamtportfolios zu machen, indem wir eben die Live-Daten hochskalieren auf die installierte Leistung des Gesamtportfolios. Und mit diesen geschätzten Live-Daten arbeiten wir nun weiter und kombinieren sie mit statistischen Algorithmen und eben unserer Day-Ahead-Prognose, um dann auf unsere Intraday-Prognose zu kommen. Hierbei ist es eben sehr wichtig, dass die Verarbeitungszeit der Live-Daten sehr schnell passiert, also sehr hoch, sehr kurz ist eigentlich und dass die genug Rechenkapazität vorhanden ist,
wir brauchen hier effiziente Algorithmen, um halt eben den Strom aus den über 3000 Anlagen handeln zu können und um eben ein möglichst gutes Bild über unsere Live-Daten zu bekommen. Das wird natürlich jederzeit, also in 5 bis 10 Minuten Schritten jederzeit aktualisiert. Und hier ist es eben sehr wichtig, dass wir da schnell sind. Ich will Ihnen hier auch mal ein paar Beispiele zeigen zur Datenkorrektur beispielsweise. Hier sind mal die Live-Daten von zwei Anlagen dargestellt über einen Tagesverlauf. Die blaue Linie gibt die Live-Daten an, die wir direkt an dem Inverter messen. Und in grün dargestellt, das sieht man leider nicht so gut, das ist etwas verdeckt von der roten Linie. Die grüne Linie zeigt aber die quasi offiziell gemessenen Einspeisewerte am Zählpunkt an. Also das sind die Werte, die der Verteilnetzbetreiber offiziell misst und die dann auch als wahr angenommen werden können. In rot sieht man jetzt hier die korrigierten Live-Daten. Also hier schaffen wir es, die Live-Daten so zu korrigieren, dass sie möglichst gut mit den wahren Daten übereinstimmen. Dazu machen wir einen Plausibilitätscheck. Und zwar schaut da bei unser Algorithmus sich an, wie denn in den letzten Tagen die tatsächliche Einspeisung war und vergleicht diese tatsächliche Einspeisung mit den Live-Daten. In diesem Fall sieht man, dass die tatsächliche Einspeisung um etwa den Faktor 2 größer ist als die Live-Daten in dem oberen Beispiel. Und unser Algorithmus versucht dann, diesen Skalierungsfaktor zu erkennen und skaliert dann in Echtzeit die Live-Daten so, dass sie möglichst gut auf die wahren Einspeisedaten passen. Und somit schaffen wir es dann in Echtzeit, bei einigen Anlagen die Daten so zu korrigieren, dass wir halt mit den Daten gut weiterarbeiten können. In dem unteren Beispiel passiert das analog. Es gibt jedoch auch Anlagen, wo wir es leider nicht schaffen, die Live-Daten zu korrigieren, weil hier einfach die Fehler beim Einlesen zu hoch sind. Also das ist ganz typisch, dass man solche Skalierungsfehler hat. Es gibt auch oft das Problem, dass das Signal einfriert oder sonstige Störungen im Signal vorliegen. Und hier sind einfach mal ein paar Beispiele, wo wir nicht mehr korrigieren können. So, nun gehe ich mal hier auf ein Praxisbeispiel ein. In blau sehen Sie hier dargestellt die Day-Ahead-Prognose und dann in gelb unsere Intraday-Prognose und in grün die Live-Daten. Die Live-Daten sind jetzt hier die, die geschätzten Live-Daten der geeigneten Anlagen, eben hochskaliert auf das Gesamtportfolio. Bei den Intraday-Prognosen haben wir ja eine Kombination aus statistischen und physikalischen Modellen und es ergibt sich dadurch eine Art Ensemble an Intraday-Prognosen und aus diesem Ensemble können wir auch einen Erwartungswert identifizieren, der halt hier durch diese gelbe Linie dargestellt wird. Und diese gelb schattierte Linie, Fläche drumherum, die ergibt eine Art Konfidenzintervall für unsere Schätzung der Intraday-Prognose. Man kann hier sehen, dass wir uns gerade in diesem Beispiel ungefähr am Zeitpunkt 13.15 Uhr befinden, weil das der letzte Wert für die Live-Dateneinspeisung ist. Und ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen spekulativ zu erklären, wie denn unsere Algorithmen mit den Live-Daten überhaupt umgehen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Live-Daten als Parameter in die Intraday-Prognose eingehen und dieser Parameter wird halt, sehr hochfrequentiert aktualisiert, sodass dann halt die Intraday-Prognose immer wieder neu auf diesen Parameter reagiert. Und jetzt zum Zeitpunkt 13.15 Uhr kann man sich vorstellen, dass der Algorithmus denkt, dass er jetzt den höchsten Punkt der PV-Einspeisung eben um 12.30 Uhr hatte, weil nach 12.30 Uhr die Live-Daten nur noch heruntergegangen sind, abgesenkt wurden. Und nun überlegt sich der Algorithmus, das Maximum haben wir bereits erreicht. Das heißt, jetzt muss unsere PV-Prognose auch abfallen. Und dieser Effekt wird dann eben zeitversetzt in der Intraday-Prognose auch sichtlich. In der Intraday-Prognose wird dann nämlich gegen 13.30 Uhr ungefähr dann das Maximum erreicht und anschließend fällt die Intraday-Prognose ab. Das ist nur sehr spekulativ, weil wir das nicht genau nachvollziehen können, jetzt wie das in diesem Fall war. Aber ungefähr so wird die Logik eben bei der Intraday-Prognose gewesen sein.
Ja, es ist, wie gesagt, aber auch eben sehr wichtig, dass wir diese Live-Daten in hochfrequentierter Art bearbeiten können, um halt eben auch möglichst schnell eine möglichst gute Intraday-Prognose haben zu können. Wenn Sie sich erinnern können, auf den vorderen Folien habe ich mal erklärt, wie wir korreliert mit anderen PV-Vermarktern sind. Und da wir mit denen so stark korreliert sind, haben wir halt auch einen sehr starken Einfluss auf die Preise. Und es ist eben bei der PV-Vermarktung nicht nur wichtig, eine möglichst gute Prognose zu haben, sondern es ist auch wichtig, diese Prognose so schnell wie möglich zu haben, damit wir diese Prognosefehler so schnell wie möglich handeln können und eben auch noch zu möglichst guten Preisen. Weil bei der Intraday-Vermarktung ist es so, ist es halt leider so, dass den letzten beißen die Hunde. Das heißt, wenn wir mit unserer Prognose zu spät vermarkten, dann werden wir dafür nur noch schlechte Preise erzielen. Deswegen ist es hier so wichtig, dass wir schnell Live-Daten bekommen und auch möglichst gute Live-Daten. So, jetzt möchte ich noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Zunächst hat der Matthias schon sehr gut erklärt, wie denn virtuelle Kraftwerke dafür sorgen, dass wir die Stromwirtschaft nach und nach immer mehr dezentralisieren können und auch eine Digitalisierung der Energiewirtschaft durch virtuelle Kraftwerke stattfindet. Wir als Next Kraftwerke schaffen es, einen rentablen Betrieb von PV-Technologien durch verschiedene Dienstleistungen, wie eben unsere Vermarktung der PV-Anlagen und auch unsere PV-Prognosen zu ermöglichen. Eine Voraussetzung für eine effektive Integration von PV und Wind in einen Markt ist es eben, dass wir gut konzipierte Intraday-Märkte haben, in denen ausreichend Liquidität vorherrscht. Und dann schaffen wir es auch, große Mengen an Erneuerbaren in einen Markt zu integrieren. Bei unseren PV-Prognosen haben wir gesehen, dass es viele technische Probleme geben kann, viele technische Flaschenhälse. Und hier ist es eben sehr wichtig, dass wir die Daten, gerade die Live-Daten, sehr schnell und intelligent verarbeiten können, um diese technischen Engpässe eben überwinden zu können. Durch die Kombination von unseren Live-Daten, unseren meteorologischen Daten und die Anwendung von statistischen Algorithmen schaffen wir es aber, eine ganz gute Portfolio-Prognose hinzubekommen. Und dadurch haben wir es eben auch geschafft, der größte PV-Portfolio-Vermarkter in Deutschland zu werden. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und nun werden da Matthias und ich Ihnen natürlich noch für Fragen bereitstehen. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können und werden einige Fragen leider im Nachgang dann eben beantworten müssen, aber ich freue mich schon auf die Diskussion und auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Martin für diese wichtigen Einblicke. Und ich habe es parallel verfolgt, es sind einige Fragen eingegangen und denen werden wir uns nun widmen. Ich sehe auch schon hier die erste Frage. Genau, die erste Frage, wie genau können Prognosen ohne Anlagen Monitoring-Daten sein, wenn man nur auf Open-Data-Prognose und Live-Daten Zugriff hat? Haben Sie hier Auswertungen? Mir ist nicht ganz klar, wie jetzt hier ohne Monitoring-Daten. Wenn man keine Live-Daten hat, dann ist natürlich die Intraday-Prognose, also vor allem in einem Markt wie Deutschland, nicht so gut, wie jetzt eben, wenn man Live-Daten hat. Wir haben hier interne Auswertungen zu gemacht. Man kann auf jeden Fall auch ohne Live-Daten agieren und wir sind auch in anderen Märkten als in Deutschland ohne Live-Daten teilweise unterwegs, sind dann aber halt eben größtenteils nur in der Day-Ahead-Auktion tätig. Also da werden dann auf jeden Fall die meisten Mengen gehandelt. Und die Prognosekorrekturen im Intraday sind dann halt was geringer, weil halt die Wettermodelle nur in sehr recht groben Abständen aktualisiert werden, sodass man hier rein durch die Wettermodelle keine besonderen Zugewinne bei den Intraday-Prognosen erzielen kann. Generell haben wir schon Auswertungen dazu gemacht, dazu kann ich jetzt aber nichts Genaueres sagen. Ja, vielen Dank für deine Antwort, Martin.
Die nächste Frage: In welcher Größenordnung liegt der durchschnittliche Prognosefehler? Ja, auch dazu kann ich leider nicht so viel sagen. Da habe ich jetzt nichts vorliegen. Also, ja, das könnten wir vielleicht nachreichen. Das muss ich mal intern nachhören, ob wir da Daten vorliegen haben, die wir auch ausgeben können. Aber ja, das können wir, da können wir einen bestimmten durchschnittlichen Wert nachreichen. Das habe ich jetzt nicht vorliegen. Okay, ich denke mal, das ist ja auch sehr anlagenspezifisch. Da hattest du ja auch vorhin in deinem Vortrag gesagt, dass von manchen Anlagen zu manchen Zeitpunkten die Daten überhaupt nicht zu gebrauchen sind und zu anderen Zeiten es wirklich nur ein kleiner Fehler ist, den man korrigieren kann durch einen automatischen Algorithmus. Ja, zur nächsten Frage: Sinken mit zunehmender Portfoliogröße die Prognosefehler? Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man auch vielleicht die letzte Frage doch nochmal ein bisschen mit reinnehmen. Die Prognosefehler variieren tatsächlich sehr stark, je nachdem, wo die Anlage steht. Und es ist auch in der Realität so, dass eben mit einem zunehmenden Portfolio auch die Prognosefehler deutlich abnehmen. Dabei kommt es aber darauf an, wie das Portfolio geografisch verteilt ist. Also wenn man ein sehr diversifiziertes Portfolio hat, dann hat man halt öfter mal Stunden, wo halt wo dort die Prognose zu hoch ist und bei einer anderen Anlage ist die Prognose zu niedrig. Und dann hat man einen Ausgleichseffekt, einen sogenannten Portfolioeffekt. Und der steigt natürlich an, je größer das Portfolio ist, wobei man hierbei aber eben beachten muss, wie das Portfolio verteilt ist. Ja, wenn ich da an die Folie am Anfang zurückdenke, wo die Karte ist mit unseren PV-Anlagen, scheint da unser Portfolio ganz gut verteilt zu sein über Deutschland, sodass wir da diesen Portfolio-Effekt gut nutzen können. Das sind gleich zwei Fragen. Eine kurze Frage zu den unterschiedlichen 15-Minuten-Preisen. Gäbe es nicht durch Kurzzeitspeicher die Möglichkeit, diese noch signifikante Differenz zu nutzen? Und im Anschluss: Kann das Problem der Energieausgleichsbilanz durch Energiespeicherung gelöst werden? Beide Fragen gehen in dieselbe Richtung. Vielleicht kannst du dazu auch einen Einblick geben. Ja, auf jeden Fall. Also generell besteht die Möglichkeit, durch Kurzzeitspeicher quasi einen Erlös zu erzielen aus den Preisunterschieden in den 15-Minuten-Preisen. Diese Kurzzeitspeicher müssen dann natürlich schnell reagieren können. Und die Frage ist dabei natürlich auch, ob diese Mehrerlöse denn die Kapitalkosten von den Kurzzeitspeichern komplett abdecken können. Aber ich gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Kurzzeitspeicher und Speichertechnologien generell helfen werden, die Flexibilitätspotenziale im Strommarkt Gewinn machen zu können und dann auch als Technologien mehr und mehr eingesetzt werden. Genau, nächste Frage. Erwarten Sie, dass die viertelstündliche Intraday-Auktion zukünftig die stündliche Day-Ahead-Auktion als wichtigsten Markt ablösen wird? Das glaube ich jetzt nicht direkt. Also man sieht schon noch, dass die Mengen an der Day-Ahead-Auktion doch deutlich höher sind. Es werden aber in recht naher Zukunft weitere Intraday-Auktionen an den europäischen Strombörsen eingeführt. Wir gehen schon davon aus, dass durch diese Einführung von weiteren Viertelstunden-Auktionen sich auf jeden Fall ein Effekt auf den kontinuierlichen Intraday-Markt ergeben wird. Aber eine Ablösung des Day-Ahead-Auktionen, das sehe ich noch nicht so. Das liegt auch daran, dass halt eben die Fahrpläne nach der Day-Ahead-Auktion typischerweise zumindest in Deutschland verschickt werden. Gibt es einen Grund, warum Continuous Trading nach der Einführung von Auktionen stark abgenommen hat, aber nachher langsam steigt?
Ich gehe mal davon aus, dass die Frage auf die Grafik anspielt, wo das Volumen der Viertelstundenprodukte abgebildet ist. Dazu haben wir leider keine Analyse, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay. Wird durch den Intraday-Handel der Anreiz für das Anbieten von Regelenergie geringer? Ja, das ist immer so ein gewisses, ja, ein gewisses Hin und Her, also ein gewisses Spiel zwischen dem Intraday-Handel und eben der Regelenergie. Die Regelenergieprodukte sind typischerweise aber eben in größeren Produkten, also momentan zumindest noch, also die SRL und MRL in 4 Stunden Zeitscheiben werden die angeboten. Und im Intraday-Handel kann man eben granularer quasi agieren. Aber hier ändern sich ja gerade auch die Bestimmungen in der Regelenergie. Und es wird mit Sicherheit einige Teilnehmer geben, also Marktteilnehmer, die sich überlegen werden, ob sie halt ihre Flexibilität entweder in der Regelenergie oder eben im Intraday-Handel anbieten wollen. Also hier hat man auf jeden Fall Gegenwirkungen oder gegenseitige Effekte zwischen dem Intraday-Handel und dem Regelenergiemarkt, die hier auftreten und die wahrscheinlich, ich schätze mal schon, dass diese Effekte auch zunehmen werden in der Zukunft. Ja, ein Grund mehr, warum wir in beiden Märkten aktiv sind, um dann halt auch immer zu schauen, was ist denn das Lukrativste für unsere Anlagen, für unsere Kunden, weil auch das sich immer wieder ändert und man dann halt auch flexibel agieren können sollte. Nächste Frage, woher kennen Sie die technischen Daten der vielen tausend PV-Anlagen für den Day-Ahead-Forecast? Ja, diese technischen Daten, die sammeln wir eben bei der quasi Vertragsausarbeitung von unseren Kunden ein. Also da tritt dann unser Vertrieb mit dem Kunden in Kontakt und fragt diese Daten ab. Und die werden dann bei uns intern in großen Datenbanken gespeichert, sodass wir die dann in der Day-Ahead in der Prognose für die Day-Ahead-Auktion nutzen können. Was für Wettermodelle werden verwendet? In welchem Detailgrad? Also wir benutzen die gängigen Wettermodelle IFS, GFS und Cosmo. Ich weiß nicht genau, mit in welchem Detailgrad gemeint ist, aber wir schauen uns mehrere Wettermodelle an und entscheiden auch recht flexibel, welches Modell wir jetzt gerade anwenden wollen, teilweise auch eine Kombination aus den Wettermodellen. Wie du bei der vorherigen Frage ja auch sagtest, ne, die Live-Daten geben einem dann auch nochmal einen Aufschluss, wie gut die Wetterprognose gegenüber der tatsächlichen Einspeisung dann auch möglich ist. Und eventuell kann man dann auch da systematische Fehler damit natürlich ausgleichen. Was natürlich zu der vorherigen Frage ganz am Anfang, ne, Live-Daten sind schon, es können sehr wichtig sein an der Stelle. Nächste Frage, wie ändert sich die Prognosegüte vom Day-Ahead bis zum Zeitpunkt der Bereitstellung? Ja, da kommt es ja natürlich auch wieder ein bisschen drauf an, ob man jetzt einzelne Anlagen prognostiziert oder eben Portfolien und auch auf die Portfoliengröße. Aber der Effekt kann schon so bis zu 40%, 50% liegen, je nachdem. Also, und es kommt auch auf den Zeitraum an, aber es kann schon einen recht hohen Effekt haben. Werden zusätzlich zu den deterministischen Modellen auch andere Daten wie Satellitenbilder benutzt, um etwa bessere Prognosen im Falle von Nebel zu bekommen? Nicht bei der Erstellung der Prognose direkt, aber Satellitenbilder werden von unseren Händlern genutzt, die halt auch noch, die auch bei der Vermarktung natürlich auch noch eine Rolle spielen, wenn die dort sehen, dass sich irgendwelche, also wenn, dass sich Nebelschwaden bilden oder sich Wolken halt bilden, dann beeinflusst das dann eher die Meinung unserer Händler. Also die benutzen dann auch teilweise Satellitenbilder, ja. Womit die Bedeutung der Händler auch nochmal dargestellt wird. Also das Prognosesystem
liefert nur Anhaltspunkte für die Händler, die dann aber die Handelsentscheidungen treffen und die natürlich auch andere Marktgegebenheiten, andere Bedingungen noch mit einfließen lassen können. Ja, und es ist nicht so, trotz teilweise automatisiertem Handel, dass die Prognose alles ist, was da berücksichtigt wird. Ja, sondern da sind die Kollegen noch da, die natürlich auch eine durchaus wichtige Rolle haben. Nächste Frage, wie schätzen Sie den Anstieg der Kosten der Regelenergie-Systemdienstleistungen bei dem Vollzug des Kohleausstiegs und damit einhergehend der Angebotsreduzierung ein? Ja, das bleibt spannend abzuwarten. Man hat ja bereits bei der Erhöhung der Kapazitäten an Wind- und PV-Leistungen gesehen, dass halt dass wir es trotzdem schaffen konnten, also dass der Markt es geschafft hat, diese Technologien einzubinden, ohne dass die Kosten gestiegen sind. Im Gegenteil, die Kosten sind sogar gefallen. Und es ist halt immer eine sehr große Frage, wie ein Markt darauf reagiert, auf bestimmte Gegebenheiten. Und ein Markt entwickelt sich ja auch weiter. Ich habe bereits angesprochen, dass sich die Regularien bei der Regelenergie in diesem Jahr bereits ändern werden, dass die Zeitscheiben hier kleinteiliger werden. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass mehr Teilnehmer, also dass mehr Marktteilnehmer im Regelenergiemarkt geben kann. Und das würde tendenziell eher dazu führen, dass die Kosten sinken werden. Also man hat sicherlich auf der einen Seite den Effekt, dass halt flexible Kraftwerke, also flexible Kohlekraftwerke nach und nach abgeschalten werden. Andererseits hat man aber auch eine Erhöhung des Angebots durch eben einen Effekt. Also ich schätze mal, dass der Markt dadurch effizienter wird. Und wie das am Ende, wie sich das ja gegeneinander ausspielt, das bleibt noch abzuwarten. Da wage ich jetzt keine Prognose zu treffen. Ja, damit sind die Fragen, die so bis zum Ende der Präsentation eingegangen sind, beantwortet. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben während der Fragerunde auch noch ein, zwei Fragen bekommen, hat mir gerade der Kollege gesagt. Die werden wir jetzt nicht auf der Folie darstellen können, aber ich würde sie vorlesen und schauen, ob Martin vielleicht zu diesen Fragen auch noch Antworten hat. Genau, die sind Eingang. Genau, da ist zum Beispiel die Frage, können Vorhersagen gut sein, obwohl von Anlagen an technischen Daten nur Koordinaten und Nennleistung verfügbar sind? Theoretisch können sie schon gut sein, wenn man halt gut rät. Also es gibt Fälle, wo wir keine technischen Daten haben von Anlagenbetreibern. Da versuchen wir dann aber möglichst häufig nachzufragen und halt dann zu einem späteren Zeitpunkt diese Anlagendaten später einpflegen zu können. Und in solchen Fällen treffen wir dann Annahmen über die Ausrichtung zum Beispiel oder die Neigung der Module. Aber generell sind die Prognosen schon besser auf jeden Fall, wenn man die technischen Daten vorliegen hat. Genau, der Grund, warum wir auch versuchen, in unseren Verträgen bei Vertragsabschluss auch möglichst alle technischen Daten zu bekommen. Zugegebenerweise, zum Teil sind zum Abschluss des Vertrages die Anlagen noch nicht fertiggestellt, aufgebaut, deswegen fehlen diese Daten. Wir bitten aber dann alle Betreiber auch nochmal gerne in dieser Runde, uns diese Daten nachzuliefern, weil sie nicht nur für uns zur Datenerfassung dienen, sondern halt dann auch genutzt werden aktiv. Die nächste Frage war, kann der PV-Anlagenbetreiber durch bessere zusätzliche technische Lösungen den Prognosefehler verringern? Und danach eine eher vertriebliche Frage, kann dafür verringerte Vermarktungskosten aushandeln? Den ersten Teil kannst du vielleicht was zu sagen, ob es da Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, die Live-Daten möglichst sicher und schnell darauf zugreifen zu können, also wenn wir die Live-Daten sehr schnell einlesen können, dann haben wir damit schon sehr gute Voraussetzungen. Also weitere Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht, wie wir daraus noch einen größeren Mehrwert schaffen können. Möglichst von Anfang, von Vertragsanfang, möglichst alle technischen Daten vorhanden haben
und eine möglichst stabile Anbindung an die Live-Daten. Das sind auf jeden Fall optimale Voraussetzungen für uns. Und inwieweit die dann wiederum sich in den Vermarktungskosten widerspiegeln, die dann ausgehandelt werden, das kann man dann direkt mit seinem jeweiligen Vertriebsansprechpartner direkt besprechen. Dann noch eine Frage zu den Wind-Wetter-Prognosen. Verwenden Sie auch bodengestützte Wolken- und Himmelsanalysen für die kurzfristige Prognose? Etwas spezifisch. Davon wüsste ich jetzt direkt nichts. Also ich glaube nicht, dass wir das verwenden. Also zumindest nach meinem jetzigen Stand. Vielleicht gibt es bestimmte Händler bei uns oder vereinzelte Händler, die sowas nutzen. Aber nach meinem Stand nutzen wir diese Modelle nicht. Okay, und noch eine letzte Frage sehe ich hier. Ich glaube, dann haben wir auch alle Fragen beantwortet, die jetzt bisher eingegangen sind. Die Frage ist, ob wir bei der Entwicklung der Prognosen beziehungsweise bei dem Erkennen von Fehlern und Mustern auch mit Universitäten beziehungsweise Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten oder ob wir das alles in eigener Expertise entwickeln und das ja alles auf unserem Know-how aufbaut. Also bei der PV-Prognose haben wir meines Wissens alles aus eigenen Händen quasi aufgebaut, also auch die Algorithmen, die dort verwendet werden. Also wir haben nicht die Algorithmen an sich, zum Beispiel diesen Clustering-Algorithmus, den haben wir nicht erfunden, sondern den haben wir über eine frei verfügbare Python-Bibliothek halt eben eingebunden. Das haben wir jetzt nicht komplett von Null auf quasi uns zusammen entwickelt, aber sonstige Dinge haben wir eigentlich alle selber entwickelt. In anderen Projekten arbeiten wir aber auch mit universitären Partnern zusammen, aber jetzt bei der PV-Prognose speziell tun wir das nicht. Ja, danke Martin. Ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, die eingegangen sind. Ja, wie Sie sehen, also wir haben einen Teil auch versucht zu beantworten, der im Prinzip nach der, dem Beginn der Fragerunde noch eingegangen ist. Sollten wir dabei jetzt ein, zwei Fragen übersehen haben, würde ich Sie bitten, die einfach nochmal im Nachgang direkt an uns zu stellen. Genauso, wenn Sie Ihnen jetzt noch im Nachgang Fragen einfallen, Sie noch Informationen benötigen oder es sich um sehr spezielle Fragen handelte, die wir jetzt nicht in dieser Runde beantworten konnten, können Sie diese natürlich gerne auch noch im Nachgang an uns stellen. Oder sollten Sie schon mit uns zusammenarbeiten, dann halt in den entsprechenden Ansprechpartner, den Sie bei uns im Hause haben. Ja, wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen und ja, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Heute in Köln leider nicht so sonnenreich, aber vielleicht haben Sie da bei sicher mehr Glück. Und ja, wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank auch für die ganzen interessanten Fragen. Und ja, schreiben Sie uns einfach, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sonstige Anregungen. Vielen Dank, noch einen schönen Tag.